Die Entdeckung der Langsamkeit. Nach 3 Wochen in Norwegen hatten wir so einiges an Wäschen bepaddelt, bestürzt und berutscht. Man wechselt alle 2 bis 4 Tage das Camp, manchmal auch 2-mal am Tag, je nach Wasserstand. Man lebt das Leben eines rastlosen Vagabunden, fährt hunderte Kilometer auf den schlechtesten Straßen Norwegens und freut sich sogar über eine Schlechtwetterperiode, solange sie auch Regen bringt. Ganz abgesehen davon hatte inzwischen jeder von uns die ein oder andere Blessur. Mit anderen Worten, wir waren gerädert. Eine entspannte Bootsfahrt. Oder medienwirksam ausgedrückt, machten wir uns auf eine Expedition. Die Fähre brachte uns nach Moskenes, wo wir noch am gleichen Abend in See stachen. Hatten wir uns bisher eher durch Raum und Zeit gestürzt, wollten wir von nun an gleiten, durch die bizarre Inselwelt der Lofoten. Als Raumgleiter dienten uns Seekajaks, die von nun an unser einziges Fortbewegungsmittel sein sollten. Kurz vor Mitternacht erreichten wir das Dörfchen Reine und durften Zeuge werden, wie die Sonne untergeht, um gleich danach wieder aufzugehen. Ein Naturschauspiel, wie man es nur im Sommer nördlich des Polarkreises erleben kann. Das Geschrei der Vögel weckte uns schon früh auf. Die Sonne lockte uns dann endlich aus unseren Schlafsäcken. Der Bootsschuppen samt Inhalt sah aus wie ein Fischfangmuseum, war aber keins. Mit dem langsamen Dahingleiten unserer Kajaks gewann unsere Reise an Qualität. Der Faktor Zeit erhielt eine neue Dimension, die Entdeckung der Langsamkeit. Gegen Mittag machten wir uns auf und nutzten den Gezeitenwechsel, um uns zwischen den Inseln Moskenes und Flagstad mit der Flut an die Westküste spülen zu lassen. Ein Fluss, der alle 6 Stunden seine Richtung wechselt. Ja, Mann. Die Westküste war überwältigend schön, aber rau. Es sah ganz so aus, als hätten die Bewohner von einem Tag auf den anderen alles zurückgelassen. Und das war 1960 oder einige Zeit danach. Umso besser brannte das Wohnzimmerregal. Und als Dirk auch noch die Treppe demontierte, wurde es zum ersten Mal seit Tagen fast kuschelig. I was going boom and flash, I feel so wild, I feel so proud with you. What's that here? You land here in my bed, I feel your heart, I'm feeling you. Yes, I know exactly that you, yes, you. My honey and I, oh, you my heart.
5 Tagen hatten wir die Insel Moskenos umrundet und erreichten Nusfjord, ein idyllisches kleines Dörfchen in traumhafter Kulisse. Am nächsten Tag machten wir uns wieder auf den Weg nach Moskenos, wo die Fähre zum Festland schon auf uns wartete. In allem Überfluss verwöhnten uns noch ein paar Sonnenstrahlen, was den Abschied von dieser einzigartigen Welt nicht gerade leichter machte. Doch nichts ist für die Ewigkeit.